Jetzt folgt die Ansprache von Zelensky. Kanzler Olaf, сьогодні рік. Рік, як все змінилося. Змінилося для України, для Німеччини, для усієї Європи і вільного світу. Те, до чого за десятиліття миру звик вільний світ, виявилось тим, за що треба воювати. Не спрацювала дипломатія, не спрацювала наявна у світі архітектура безпеки, не спрацювала стара європейська надія, що економічні зв'язки здатні. Die Hoffnung, dass die Wirtschaftsbeziehungen in der Lage sind, russische rollende Panzer aufzuhalten, ist gescheitert. Es war aber auch das, was funktioniert hat. Vor allem die Einigkeit der Ukraine und Deutschlands, von der ganzen Welt, die Entschlossenheit, die Grundlagen unseres Lebens zu verteidigen. Wir kämpfen auf dem ukrainischen Boden dafür, wovon ihr euch euer Leben nicht vorstellen könnt. Das ist Vorrang des Rechts, das ist Menschenwürde und Rechte der Menschen. Das ist das Glück, in der Familie zu leben, in Sicherheit zu leben und eine Zukunft für die eigenen Kinder aufzubauen. Das sind einfache Sachen, deren über 1700 ukrainische Dörfer und Städte beraubt sind. Es sind Millionen von gebrochenen Schicksalen und Leben, die dahinter stehen. In der Stadt Mariupol gibt es praktisch keine Häuser, die noch stehen würden. Russland hat alles dafür getan, um diese Stadt platt zu üben. Zu 90% ist Mariupol zerstört. Die Überreste der Häuser waren verbrannt. Die Besatzer haben Teile der Stadt abgerissen. Und Russland verwandelt die Reste dieser Häuser in Betonschutt und diesen Betonschutt dann beim Straßenbau zu verwenden. Wir werden alles daran setzen, dass die gesamte Ukraine nicht zu diesem Betonschutt durch Russland gemacht wird und die ganze Welt. Sind wir in der Lage zu siegen? Ja. Die Einigkeit und die Entschlossenheit und der Mut tragen dazu bei. Wir sind bereit, ein Ende der russischen Aggression schon in diesem Jahr zu legen. Deutschland hat uns von Tag an unterstützt. Deutschland unterstützt uns bei der Bekämpfung des russischen Terrors. Deutschland war das ganze Jahr mit uns und Deutschland wird mit uns zusammen sein, wenn wir unsere besetzten Gebiete von der russischen Besatzung befreien. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundeskanzler Olaf, heute ist die Zeit, wenn wir mit unseren Waffen den Frieden zurückbringen können. Wir können jedwede Aggression unterbinden und niemand wird es jemals wagen, mit einer neuen Aggression zu kommen. Niemand wird unsere Freiheit versuchen, uns wegzunehmen. Wir haben die Entschlossenheit, die Freiheit zu erkämpfen und zu verteidigen. Es darf niemals der 24. Februar letzten Jahres wiederholt werden. Kein einziger Besatzer darf auf dem Gebiet der Ukraine bleiben. Wir können das sichern, mit Ihnen gemeinsam, mit allen in der Welt zusammen, die das Menschenleben als ein Wert betrachten. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie das ganze Jahr mit uns zusammen waren. Danke dem Präsidenten, danke dem Bundeskanzler für den Glauben an unser Volk, an unsere Menschen, an Europa. Ruhm allen, die kämpfen für die Freiheit der Ukraine. Ruhm der Ukraine. Slava Ukraini. Soweit also eine Ansprache, eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Er hat noch mal gedankt für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Und er hat gesagt, Deutschland war das ganze Kriegsjahr über Partner an der Seite der Ukraine. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.